vielen Dank an DJ Blume für die wunderbare Musik. Das sind Melodien, da werden natürlich Erinnerungen und Träume wach. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, die wir mitnehmen sollten. Es gibt ja unterschiedliche Stimmen, die sagen, hier ist sowieso schon alles gelaufen und gegessen. Wir sind hier, weil wir noch daran glauben, dass ein Baustopp erwirkt werden kann. Wir sind hier, weil wir daran glauben, dass die Eastside Gallery bestehen bleiben sollte, so wie sie jetzt ist. Das sind vielleicht kleine Träume, aber dennoch Träume, für die wir leben. Und weswegen wir heute hier sind am 24. Jahrestag des Mauerfalls. Jetzt kommen doch noch wieder ein paar Leute, aber ich frage mich, wer sich vielleicht noch kurz erinnern möchte. Wie war das vor 24 Jahren? Gibt es noch jemand, der seine Stimme hier am Mikrofon erheben möchte? Ansonsten wäre es das von unserer Seite. Mein Name war, da kommt doch noch jemand angelaufen. Bitte schön, gerne. Es kommt noch ein Sprecher. Und O sagt noch kurz was dazwischen. Ist der Jordi da? Ist, sage ich noch kurz was. Oh, der Jordi ist auf dem Weg. Da haben wir übrigens großen Mercedes-Stern, der dreht sich da oben seit 2 Jahren. Oder seit letztem Jahr? Seit letztem Jahr. Nee, seit, nee, dieses Jahr fing das an. Ah, kommt einem schon wieder anders vor. Also der dreht sich da oben und ich sag mal, es geht praktisch nicht nur darum, den Bau zu stoppen. Weil das kann uns an sich klar sein. Die ziehen hier hoch und Mitte nächsten Jahres steht das Ding. Und es geht darum, einfach zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht auch weiterhin zu transportieren. Weiter zu sagen, nee. Weil die Leute, die da drin dann wohnen, die müssen da drin auch erstmal wohnen. Die müssen dann erstmal da wohnen. Die müssen dann erstmal mit ihrem Schlüssel aufmachen und feststellen, dass vielleicht alle Naselang hier draußen Proteste sind, dass das passiert ist. Auch das müssen wir denen klar machen. Auch den Leuten da drüben bei Max und Moritz. Die Bauleute wundern sich ja schon, dass von unseren Initiativen noch nichts kommt. Wir gucken schon langsam in eure Richtung, was ihr da baut. Und ich übergebe an Jordi.